zeige euch jetzt, wie man ganz einfach einen eigenen Stempel herstellen kann. Als Basismaterial dient ein Stempelgummi und in dem wird die Vorlage einfach eingraviert und später können wir dann zum Beispiel einen Automatikstempel damit bestücken und haben so ganz einfach einen eigenen Stempel hergestellt. Um einen Stempel mit dem Lasercutter zu gravieren, muss man die Datei auch im CorelDRAW vorbereiten. Hier möchten wir so einen kleinen Danke-Stempel machen. Das heißt, der Danke-Schriftzug soll aus diesem Stempelgummi graviert werden und der ganze Stempel soll dann auch noch ausgeschnitten werden. Das ist das Schöne beim Stempelgummi, dass ich den sowohl schneiden als auch gravieren kann. Der Schriftzug ist in Schwarz, das ist die erste Farbe, die abgearbeitet werden wird für die Gravur. Und rundherum ist eine Linie in Rot zum Schneiden. Für diese rote Linie habe ich eine H-Linie eingestellt, dass die nachher im Vektormodus abgearbeitet werden wird. Als nächstes schauen wir uns die Druckeinstellungen an. Das heißt, ich gehe auf Datei drucken und schaue mir die Einstellungen an. Und hier muss ich jetzt für jede Farbe die spezifischen Einstellungen machen. Stempeleinstellungen findet man bei uns im Wiki. Auf wiki.happel.at gibt es eine Reihe von Einstellungen, unter anderem auch für den Stempelgummi, den es bei uns im Fabstore zu kaufen gibt. Und hier sehe ich für Gravur, Engrave und für Cut die jeweils richtigen Einstellungen. Das heißt, für die schwarze Gravur stelle ich ein 35-95-500. Das ist jetzt hier mit diesen Schiebereglern zum Einstellen und dann muss ich hier noch auswählen Raster. Das ist eine Flächengravur, die ich machen möchte, das heißt, die wird im Rastermodus abgearbeitet. Genauso wird hier mit Zublasung gearbeitet, das heißt, Luft ist auch zum Einstellen. Die zweite Einstellung ist die rote, das ist zum Schneiden. Da habe ich 1,5, 70, 800 und wieder auch Luft. Auch das muss ich hier mit den Schiebereglern einstellen. Und dann muss ich hier Vektor auswählen und auch wieder Luft. Unter Papier muss ich noch die Materialgröße einstellen. Der Stempelgummi wird in A4 Größe verkauft. Das heißt, ich kann hier einstellen 210 x 297 mm und habe so die richtige Materialgröße eingestellt. Ganz wichtig beim Stempel, im Unterschied zu anderen Gravuren, ist, hier gibt es einen eigenen Stempelmodus. In diesem Stempelmodus werden Gravuren nämlich nicht mit 90 Grad Winkeln gemacht, das heißt, dort wo es aus ist, wird dann einfach nicht mehr graviert, sondern hier wird speziell, und das sieht man hier sehr schön, eine Flanke graviert. Das heißt, alles wird ein bisschen abgeschrägt. Wenn ich später meinen Stempel aufs Papier abdrücke, bleiben die Striche I und L und was auch immer auch schön stehen. Das ist ganz wichtig beim Stempel, brauche ich sonst nicht und deshalb gibt es hier einen eigenen Stempelmodus. Außerdem muss ich den Stempel gespiegelt und invertiert gravieren. Ganz klar, weil nachher beim Abdrücken soll er wieder in der richtigen Form am Papier sich übertragen. Das heißt, das kann ich hier auch direkt auswählen. Das heißt, zeichnen durch den Stempel, wie wir es gemacht haben, auch einfach wie er am Papier ausschauen soll. Das ganze Spiegeln und Invertieren kann ich direkt im Druckertreiber machen. So, hier bin ich fertig. Das heißt, ich gehe hier nochmal auf OK. Und wie immer schaue ich in die Druckvorschau. Das ist ganz wichtig, um noch einmal sicher zu gehen, habe ich alles richtig gemacht, schaut es gut aus und wo ist es vor allem platziert. Ich sehe hier mein A4-Blatt und sehe, der Stempel ist in der Mitte. Das ist natürlich nicht so gut und ich kann hier links oben das Ganze in die linke obere Ecke schieben. Linke obere Ecke bedeutet, dort wo der Startpunkt vom Lasercutter ist, dort soll auch gleich mein Stempel ausgeschnitten werden. Hier haben wir jetzt alles fertig eingestellt, auch richtig positioniert. Das heißt, ich brauche das Ganze nur mehr zum Lasercutter schicken, das geht hier mit dem Drucken-Button. Dann wird das Ganze mal zum Lasercutter geschickt und dort muss ich den Druckjob dann noch starten, nachdem ich das eingerichtet habe, den Fokus gesetzt habe und auch den Anfangspunkt richtig eingestellt habe. So, jetzt brauchen wir nur mehr den Stempelgummi in den Lasercutter einlegen. Das kann ich überall auf die Fläche legen, wo auch immer ich möchte. Und wichtig, wie immer, ist der Fokus muss passen. Das mache ich jetzt einfach mit dem Autofokus. So.
beim Stempelgummi den Fokus immer auf der Oberfläche vom Material belassen. Den Anfangspunkt setze ich ganz in die linke obere Ecke und dann kann ich den Druckjob schon starten. Hier ist jetzt überall noch der Staub drauf von dem gravierten Gummi. Den muss man jetzt einfach runterwaschen, mit einer feinen Bürste auswaschen. Den kann ich jetzt entweder auf ein Holzstück kleben und so verwenden oder in einen Stempelautomaten kleben und habe dann meinen automatischen Stempel.